Hallihallo Lüchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Ark Survival Evolved. Und ich wollte heute mal was ganz, ganz Bestimmtes machen und zwar irgendwas zähmen. Ich habe ja gehört, dass, wovor ich nicht weggelaufen bin, war kein T-Rex, sondern Alligator. Ich habe leider nicht genau nachschauen können, was es überhaupt war, weil ich ziemlich schnell abhauen wollte. Aber ihr habt recht, da vorne läuft das Ding rum und ich will jetzt eher weniger an dem seiner Nähe kommen. Hier war doch dieses Elefantending, ja, und tut mir leid, wenn ich ein bisschen komisch klinge, ich bin noch ein bisschen erkältet. Du warst die, genau. Ja, schaut so blöd aus. Ich bin jetzt Level 6. Hab ich denn... Okay, Syringe, ich könnte mir den Fiomia-Sattel machen beim nächsten Levelaufstieg. Wie viel Bärchen habe ich denn? Bärchen, 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 ja, okay, ein paar. Muss ich mal schauen, dass ich da noch mehr Bärchen bekomme und dass ich eins dieser Viecher finde. Das ist ja wieder die andere Sache. Du bist ziemlich groß und du bist auch ziemlich böse, wenn ich dich angreife. Denke ich mal. Denke ich mal, genau. Habe ich hier eigentlich eine Slingshot? Nein. Schade. Ist hier irgendwas zum Looten? Ich glaube weniger. Mann, ich wollte doch keinen Stein. Dann holen wir uns erst noch ein paar Bärchen und schauen, dass wir dann diesen komischen Dings da holen. Ich habe keinen Plan, wie der jetzt heißt. Ich habe mir nebenbei eine Seite aufgemacht. Da müsste es theoretisch drin stehen. Fiomia? Kann es sein? Ich habe es ja gerade eben noch nachgeschaut. Direkt auf dem Sattel war es ja auch drauf gestanden. Jetzt müssten wir nur noch eins von diesen Viechern finden. Und ich habe nachgesehen, man muss also mit der Faust draufschlagen, solange bis die Dinger ohnmächtig werden. Das ist auch schön. In der Zwischenzeit kann ich hier noch ein bisschen Zeug farmen. Ich brauche ja eh Bären, um den zu tamen. Hoffentlich finde ich dann hier irgendwas Schönes. Fieber, Fieber, so viel Fieber. Ah, ist das schön. An den Einstellungen habe ich jetzt diese Woche nicht wirklich irgendwas groß gemacht. Also sollte eigentlich alles noch so sein wie davor. Mit den ganzen Steinchen, die ich jetzt hier einsammle. Ist das auch blöd. Habe ich hier noch irgendwas Schönes drinnen? Fiomia-Sattel habe ich da. Okay. Dann Steinchen, den halben Stack da rein. Dann bin ich hier wieder gut aufgestellt. Ja, theoretisch. Das ist auch bald hin. Und hier in der Box sind noch ein paar Boxen. Okay. Jetzt müsste ich dich nur finden. Wo bist du denn? Hier wär's so richtig schön. Dann würdest du dich bei den Steinen die ganze Zeit hier irgendwo festhalten. Ich müsste dich nur finden. Oh komm, habe ich jetzt den Sattel eigentlich dabei? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war so intelligent und habe den drin liegen lassen. Ja. Ah, Mann. Sattel, 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 Sattel. Ich will dich reiten. Okay, das. Ich sag da mal nichts dazu. Hier drinnen warst du. Genau. So, jetzt habe ich dich. Mann, wiegst du echt so viel? Schauen wir mal. 20 Kilo. 20 Kilo für einen blöden Sattel. Und es kam mal wieder ein neues Update raus und deswegen ist die Performance auch mal wieder ein bisschen schlechter. Ich habe eigentlich gedacht, die machen die Updates, um die Performance zu verbessern, aber anscheinend nicht. Wobei, man weiß halt immer nie genau, was bei so einem Update dann reinkommt und was sich ändert und wie sich das auch aufs Spiel dann auswirkt genau. Aber ist ja alles noch eine Early Alpha. Deswegen sind wir dann nicht mehr ganz so streng. Ich will jetzt so einen von denen finden. Ne, die da hinten sind böse. Könnte ich mir zwar auch einen zähmen, nur da sind jetzt drei Stück auf einmal. Das will ich jetzt nicht so unbedingt gerne machen. Wann spawnt denn der hier wieder? Ich weiß doch, dass da immer einer war. Muss doch hier irgendwo sein. Irgendwo hinkommen. Herkommen. Du bist groß. Sehr groß. Oh, wartet. Ist das die Stelle, wo die Piranhas sind? Ich will nicht unbedingt Piranhas finden.
Okay, bin weg. Puh. Das hätte auch böse ausgehen können. Wo ist denn jetzt dieses große Elefantenviech? Ist doch hier immer rumgerannt. Jetzt, wo ich es mal brauche und nicht ignorieren will, dann ist es weg. Und die Sonne ist hier ziemlich hell. Gehen wir hier ein bisschen näher, vielleicht finden wir hier das Ganze. Das ist auf jeden Fall der böse Alligator. Dem will ich auch nicht zu sehr begegnen. Das könnte ziemlich tödlich für mich enden. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob der mich angreifen würde oder nicht. Es gibt so Dinge, die will ich nicht unbedingt ausprobieren. Hallo? Hilfe! Hilfe! Sagt mir doch einer, dass der vor mir steht. Hilfe! Hilfe! Hoffentlich ist das Ding wie richtige Alligatoren nicht so schnell an Land. Also eher so überhaupt nicht schnell an Land. Ach, da drüben ist mein Zeug. Verfolgst du mich noch? Ich hätte dich anscheinend oder bestimmt nicht hierher locken sollen in mein Häuschen. Ich habe keinen Plan, wo du bist und das macht mich momentan sehr, naja. Da unten, nee, das ist die Schildkröte. Ich denke die ganze Zeit immer, das Ding ist hinter mir. Ich habe auch keinen Plan, wie es jetzt ist mit den Soundeinstellungen, weil das wurde alles zurückgesetzt nach dem Update. Da oben bist du. Gut. Gut, dass du so langsam bist. Sag ich und er kommt auf mich zugegast. Ich will doch hier nur so einen schönen kleinen Dino finden und ihn zähmen. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will mich doch nicht mit dir anlegen. Blödes Krokodil oder Alligator, ich habe keinen Plan, wo da der Unterschied ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Sei mal nicht so schnell, du bist in der Natur nicht so schnell. Mann! Ich werde jetzt in irgendwas Großes reinrennen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Okay. 3. Sieh jetzt irgendwas Schönes. Da hinten ist eine Lootkiste. Ich weiß gar nicht. Wieso stehst du im Baum? Kannst du mal bitte nicht im Baum stehen? Danke. Kann ich die hier looten? Rohes Fleisch ist okay. Ich sollte auch mal essen, habe ich gerade festgestellt. Ist eine weiße, also sollte ich das nehmen können. Die Frage ist nur, ist hier irgendwas in der Nähe, was mir Aua macht? Ist ziemlich sicher irgendwas in der Nähe, was mir Aua macht. Es war eine brillante Idee von mir, hier in der Nacht herzukommen. Und durch meinen Sattel, den ich im Inventar habe. Oh Mann, habe ich hier fast nichts mehr. Slingshot. Speer, Flaregun, Take All. Bin ich überladen? Nee. Gut. So, wir haben die Lootkiste und wir haben auch eine Slingshot. Die verschießt Steinchen. Und kann man auch zum Zähmen nehmen. Zum Zähmen nehmen. Und wollte ich mir eh craften und habe ich auch gesehen in den Kommentaren, dass jemand sagt, ich soll mir eine Slingshot craften. Jetzt habe ich eine, ich muss mir später das Crafting-Rezept eh anschauen, wegen den anderen Sachen. Wieso ist das hier alles so schief? So schief. Das schaut nicht aus wie ein Hang, das schaut einfach nur aus wie ein Wald, der umgekippt ist. Vorne ist das große, böse Alligatorviech. Oh, und hier vorne ist auch wieder eine Lootkiste. Ich sollte aber mein Loot mal wieder zurückbringen. Ich muss ja den Sattel eigentlich nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen. Erstmal zu meinen Kisten. Du bleibst hoffentlich noch ein bisschen da. Und hoffentlich ist der Alligator nicht scharf auf mich. Ich sehe ihn gerade nicht und das ist auch irgendwie beängstigend. Meines Ding ist doch riesig, wieso sehe ich das nicht? Da unten ist es. Kämpft es? Unterhält es sich? Oder? Ich habe keinen Plan.
Ja, jetzt sind wir hier wieder in unserer kleinen Ecke, wo uns nichts passieren kann oder sollte. Und ich hoffe mal, die Ameisen kommen nicht wieder. Die sind böse. Oh, was ist denn da? Ist das wirklich ein Dilo, der da unten rumstreuen hat? Oh Mann. Blöder Dilo. Das brauche ich nicht hier drin. Das brauche ich nicht hier drin. Flairgun brauche ich jetzt auch nicht. Blueprint für Flairgun. Stone Hatchet habe ich auch eine. Den Sattel. Und jetzt ist unser Gewicht schon wieder bei der Hälfte. Das ist doch nicht mehr so schlecht. Wieso habe ich so viel von euch da? Noch irgendwas? Ein Speer, den sollte ich mir vielleicht ausrüsten. Wieso seid ihr hier? Theoretisch könnte ich euch auch zähmen, wenn ich euch treffen würde. Glaube ich. Ich habe keinen Plan. Nein, ihr seid ja nicht mehr die Dinos, die ich gedacht habe. Ich sehe auch nichts mehr. Hilfe. Nein, falsche Taste. Wo bist du? Du bist doch gemein. Ich bin ausgenockt. Bin ausgenockt. Lass mich doch aufstehen. Lass mich aufstehen. Ich kann nichts machen, wenn ich auf dem Boden lieg. Und ich lieg noch sehr lange auf dem Boden. Hilfe! Wieso machst du sowas mit mir? Da hat das Spiel kurz unterbrochen. Die Fackel liegt noch im Boden. Der versucht an mich ranzukommen, aber schafft's nicht. Das ist sehr schön. Ich bin halb tot. Das heißt halb tot. Ich bin fast komplett tot. Muss jetzt also gleich aufstehen und wegrennen. Diese Richtung. Okay. Ich habe gedacht, ich kann rennen, aber anscheinend nicht. Bett. Ich glitsche jetzt nicht durch den Boden, oder? Respawn at Bett. Da unten liegt meine Leiche. Glaube ich. Da ist auf jeden Fall meine Fackel. Ich habe keinen Plan, wo der Dino da ist. Da ist er. Habe ich hier irgendwie Holz oder sowas? Dann könnte ich die Dinger hier mal anzünden. Das würde mir doch ein bisschen mehr Sicherheit bringen. Nee, wenn dir sind nur die Dinger hier wieder. Holz, Holz, Holz. Ich habe doch hier die Axt, dann hole ich mir schnell Holz. Moment. Wieso bist du überhaupt hier bei mir? Habt ihr kein Territorialverhalten oder sowas? Ich meine, ihr war doch vorher auch nicht da. Hier geht's zu meiner Hütte. Und ich will euch hier mal anzünden. So. Ein bisschen. Ja, 5 Stück reichen. Ich hätte. Genau. Anzünden. Du hier auch 5 Stück. Lightfire. Und du hier. Auch wenn du so ziemlich unnütz bist, so nah. Aber ich kann auf jeden Fall ein bisschen was sehen hier durch. Komme ich an meine Tasche? Das ist die Frage. Und seid ihr böse, wenn ich euch... Okay, nee. Ich kann hier also einfach alles machen. Es ist interessant, das ist gut, das nehme ich hin.
So, die Dinger hier, die habe ich ja eigentlich alle schon. Also kann ich, ich sollte dem das Zeug nicht anziehen, sondern mir selber. Nein, nicht Herzkind. Hallo? Ich will dich anziehen, hier rüberziehen. Also bitte. Und wie war das mit einer Hatchet? Bekomme ich mehr Hide? Nee. Mit dem bekomme ich mehr Hide. Ich hab's vergessen. Acht. Naja, wenigstens habe ich keinen Durst mehr. Ihr seid es also hier. Slingshot habe ich jetzt auch wieder. Die Fackel ist ja ziemlich im Eimer. Sollte ich aber auch reparieren können. Ja. Komisch, dass ich die hier dafür ins Inventar ziehen muss. Repair Item. Ist schon schön, so eine Ding hier dabei zu haben. Ich hätte eigentlich auch mit dem Speer draufhauen können. Den muss ich mir mal auf die 1 ziehen. So. Slingshot eigentlich auf die 2. Und hier das Fleisch. Das sollte es theoretisch besser funktionieren. Oh, jetzt regnet. Naja, dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen und weiter geht's dann das nächste Mal. Danke. Also, ciao.